Drei YouTuber, die damals sehr erfolgreich waren, aber mittlerweile aufgehört haben oder irrelevant wurden. Platz Nummer 3 ist Manuel von den Broken Sums. Den gemeinsamen Kanal mit Malte hat er ja schon vor einigen Jahren aufgegeben und daraufhin haben sie ja beide einen eigenen Kanal gemacht und der von Malte läuft echt gut, aber Manuel konnte nie wirklich an den Erfolg anknüpfen. Und er hat zwar offiziell nicht aufgehört, aber ist jetzt auch schon seit einem Jahr inaktiv. Sehr schade auf jeden Fall. Platz Nummer 2 kennt nur die Oldschooler unter euch, nämlich das Mirko LP. Er war damals vor allem durch seine Mega Man Let's Plays sehr erfolgreich und war auch einer der ersten deutschen Let's Player und soweit ich weiß, war er sogar mal der größte davon. Zumindest für eine kurze Zeit. Und vor allem war er natürlich dafür bekannt. Jetzt krieg ich dich rein, Ichikawa! Ich habe ihn auf jeden Fall damals sehr gerne geschaut. Und Platz Nummer 1 hat es nicht aufgehört, aber ist mega inaktiv geworden und fährt irgendwie mittlerweile echt unterm Radar, nämlich Herr Newstime. Er hatte ja damals echt einen Hype gehabt, weil er ein wenig den Rang von Mr. Trashock abgelaufen hatte, aber durch einige Skandale und andere Sachen ist er irgendwie ziemlich zurückgeworfen worden. Und mittlerweile hört man eigentlich echt gar nichts mehr von ihm. Schaut unten in die Playlist für weitere YouTuber. Tschüss!